Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Kolonie. Wir bauen heute wieder an unserer Asteroidenkolonie weiter. Und ihr seht, wir haben wieder eine Avalon 4B, die 130-Tonnen-Variante, am Start. Ihr seht, da sind keine externen Treibstofftanks dran. Das ist ein bisschen anders als bisher. Ich brauche die halt einfach nicht mehr. Ja? Ich brauche keine weiteren strukturellen Teile. Und dafür habe ich dann einen gigantisch großen Treibstofftank hier in die Mitte geklatscht, womit wir dann möglichst viel Treibstoff noch auffüllen können. Ich weiß, es wird wahrscheinlich nicht genug sein. Das heißt, ich werde wahrscheinlich Raketen bauen müssen, die dann quasi nur mit Treibstoff bestückt sind und dann die Treibstofftanks auf der Basis auffüllen können. Obendrauf haben wir ein paar Astronauten, sind natürlich ein bisschen in einer gefährlichen Situation mit einem Haufen hochentzündlichen und explosiven Stoffen direkt unter ihnen. Aber naja, sie werden es schon aushalten. Jedenfalls, hier haben wir die kleine Astronautenkapsel. Ihr seht, Kapsel, zwei Fallschirme, natürlich eine Andockluke. Sonst könnten sie ja nirgendwo andocken. 5 Tonnen Treibstofftank, 4 Ionentriebwerke. Das heißt, das ist relativ klein gehalten, relativ simpel gehalten, aber auch gleichzeitig hocheffizient. Und an sich, sie brauchen ja nicht so viel Treibstoff, um überhaupt zurück zur Erde zu kommen, weil das ein relativ kurzer Weg ist. Ja? Also habe ich das mal hier relativ klein gehalten. Ja, dann wäre es das auch so ziemlich alles und dann würde ich sagen, los geht's.
Und da sind wir gelandet. Ihr seht, wir sind in einem Stück gelandet. Wenn man das so sieht, dass nur noch ein Stück übrig geblieben ist, alles andere ist einfach in die Luft geflogen. Aber naja, was können wir machen? Ich habe da einfach ein bisschen überkorrigiert und dann ist die ganze Rakete in die Luft geflogen. Aber wir können es an sich trotzdem mal einsammeln. Ja, schauen wir uns mal das Flugprotokoll an. Das ist ja jetzt nichts Besonderes, weil die restliche Rakete zerstört wurde, aber ja, da haben wir eine ganze Menge auf der Oberfläche angedockt und halt auch dieses Suborbit um den eingefangenen Asteroiden. Und das ist halt immer länger und länger jetzt. Ja, das geht also bis in die Unendlichkeit und darüber hinaus. Das können wir auch schließen. Dann wechseln wir mal zur anderen zweiten Stufe. Und die ist tatsächlich intakt. Das ist wunderbar. Da ist 1% Treibstoff übrig geblieben. Und dann können wir das auch einmal einsammeln. Und da sind natürlich jetzt dieselben Missionserfolge dabei. Wahrscheinlich noch ein paar weniger, weil das war ja die erste Rakete, die wir dorthin gebracht haben. Dann die beiden ersten Stufen. Die sind leider auch ein bisschen angeknackst. Ihr seht, hier ist einfach ein Triebwerk kaputt gegangen. Es ist halt einfach ein bisschen schwierig. Ihr seht die winzige Lücke zwischen Triebwerken und dem Boden. Die Landebeine sind halt einfach ein bisschen kurz. Und in dem Fall, ihr seht, das ist so ein kleiner Hügel. Das heißt, da ist noch ein geringer Abstand als sonst in den meisten Fällen. Und in dem Fall ist dieses linke Landebein einfach in den Boden ein bisschen reingeglitscht und hat dann die Stufe ein bisschen beschädigt. Aber an sich das eine Triebwerk. Naja, hier drüben, wie ihr seht, das ist der schiefe Turm von Rakete. Ja, da ist sowohl das Landebein als auch ein Triebwerk kaputt gegangen und dann hat das ganz schön Schlagseite bekommen. Ja, ich hatte in letzter Zeit nicht besonders viel Glück mit den Landungen der Stufen, aber seht's mal so, der größte Teil der Rakete ist ja wieder zurückgekommen, bis auf die eine zweite Stufe, die wir erst gerade eben gelandet haben. Aber naja, so, dann wechseln wir hier zum eingefangenen Asteroiden und dann schauen wir uns das mal einfach an. Und da haben wir jetzt hier zwei von diesen Astronautenkapseln. Ihr seht da links eine, da rechts eine. Ich habe die dort angedockt. Theoretisch, ihr seht ja hier links und rechts sind ja auch noch mal zwei Andockluken. Da könnte man noch mehr reinpacken, aber da müsste man hier zum Beispiel die Solarzellen einfahren und das wollte ich jetzt gerade nicht. Deshalb habe ich die da einfach oben hingepackt. Einmal links, einmal rechts. Und dann haben wir jetzt hier ein paar Astronauten an Bord. Ihr habt ja auch gesehen, ich habe eine ganze Menge Treibstoff transferieren können. Und zwar hier rüber zu den ganzen Treibstofftanks. Und dann schauen wir uns das mal an. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann noch ein bisschen in 7, also 72%. Fast 7 der 8, 9, 10, 11, 11 Tanks sind voll. Das heißt, da fehlt gar nicht mehr so viel, bis alle voll sind. Ja, dann wäre es das auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!